Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 11. Sendung zur orthomolekularmedizinischen Ignoranz in Deutschland. Heute mit dem Untertitel Putting It All Together, the New Orthomolecular Nutrition von Dr. Med Abraham Hoffer. Wieder ein kurzer Hinweis auf ein englisches Buch. In diesem Buch finden Sie, wenn Sie sich für die Texte des Begründers der orthomolekularen Medizin interessieren, seine letzte zusammenfassende Darstellung vor seinem Tod. Das Buch hat insgesamt 14 Kapitel und ist auf seinen 226 Seiten ausgesprochen lesenswert, wenn Sie der englischen Sprache einigermaßen mächtig sind. Mit einer Einführung von Linus Pauling, dem Freund und Mitbegründer der orthomolekularen Medizin in Amerika. Ich will es dabei auch schon bewenden lassen, wenn Sie wirklich mit dem Pionier der orthomolekularen Medizin in einen unmittelbaren Gedankenaustausch treten wollen, dann ist dieses Buch der richtige Einstieg für den Fall, dass Sie aus Ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit freiwillig heraustreten wollen. In diesem Sinne schon zu Ende. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf bald.